Nach Cristiano Ronaldos Interview wird er wohl nicht mehr spielen können für Manchester United. Heute kam auch die News raus, dass Erik ten Hag gesagt haben soll oder beziehungsweise dem Verein, den Verantwortlichen gesagt haben soll, er will Ronaldo nicht mehr in der Mannschaft haben. Das war zu erwarten, das war klar. Ronaldo hat gesagt, er respektiert Erik ten Hag nicht. Das war nachvollziehbar. Jetzt ist die Frage, was passiert mit ihm? Es gab jetzt anscheinend, das wurde jetzt berichtet, erste Gespräche von Cristiano Ronaldo mit Bayern München. Ja, das war der große Hammer, die Bayern an Ronaldo wieder dran. Diese Gerüchte gab es immer mal wieder. Bisher haben sie sich nie als wahr herausgestellt. Diesmal vielleicht schon im Winter. Kommt Ronaldo? Die Antwort ist nein. Diese Gerüchte wurden in England von den englischen Medien aufgestellt. Die deutschen Medien dementieren das. Sie sagen, es gab bisher keine Gespräche. Die Engländer hatten berichtet, es gab schon Gespräche der Offiziellen. Und die deutschen Medien sagen, nein, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Die Bayern haben keinerlei Interesse. Macht ja auch keinen Sinn. Choupo-Moting spielt gerade richtig gut. Warum sollst du jetzt Ronaldo ihm vorsetzen? Also macht überhaupt gar keinen Sinn. PSG wurde auch mal wieder genannt als ein Kandidat, natürlich immer in der Verlosung bei so einem großen Spieler. Chelsea ist auch drin. Also es wird nochmal spannend zu sehen sein. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie Ronaldo bei der Weltmeisterschaft performt. Wenn er da nochmal allen zeigt, dass er es drauf hat, dann sind vielleicht die großen Clubs auch eher bereit, ihn zu verpflichten. Also es wird ganz, ganz, ganz spannend zu sehen sein. Eure Meinung in die Kommentare, liebe Freunde. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.